Zwischen 12 und 12.45 Uhr wird in ganz Österreich ein Zivilschutzprobealarm durchgeführt. Mit mehr als 8000 Sirenen sowie bei Kattwaren Österreich-Austria kann die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden, um sie mit diesen Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den Ämtern der Landesregierungen ein österreichweiter Zivilschutzprobealarm durchgeführt. Da werden alle Sirenen in Österreich, das sind in etwa 8000, einem Test unterzogen, ob sie funktionieren. Zum anderen nimmt aber auch das Land Kärnten und der Zivilschutzverband diesen Tag zum Anlass, um einen sogenannten persönlichen Sicherheitscheck zu machen. Da sollte jeder Haushalt, jede Person einmal in sich gehen und sich die Frage stellen, was mache ich, wenn ich ein paar Stunden ohne Strom auskommen muss? Also jeder Haushalt sollte die notwendigsten Dinge zu Hause haben. Und ich denke ganz auf einfache Sachen. Habe ich Kerzen zu Hause? Habe ich Batterien zu Hause? Habe ich, wenn es einen Stromausfall gibt, eine Notkochstelle? Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Drei Ziegelsteine, einen Rost, eine Brennpasta. Das sind Dinge, die man zu Hause haben sollte. Das Kurbelradio nicht zu vergessen, wo man auch das Handy aufladen kann, wenn es keinen Strom gibt, und auch den entsprechenden Essensvorrat, der es mir ermöglicht, für ein paar Tage ohne Strom auch zu überleben.